Erstes Profi-Match meiner Karriere heute gegen Antonia. Viel Spaß beim Video. So, wir machen jetzt nochmal zum Abschluss ein Match. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst schon davor, wie ich jetzt verdroschen werde. Ich habe auch aber, Angst. Aber mega gespannt, wie das so ist, ja, von mal gegen einen Profi zu spielen. Du, ich sag mal, ich finde das immer so krass, wo ich auch in Spanien gespielt habe gegen den Trainer, der war ja auch Profi, ne? Mhm. Der hat einfach so eine kranke Übersicht gehabt, wo ich dachte, ich war da noch in der Ecke, hätte ich nie mit dem Ball gerechnet, aber ich bin so ausgeguckt durch diese ganze Erfahrung. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Was denkst du so, wie es werden könnte? Ist eigentlich eine. Also erstmal so schön Druck gerade aufgebaut. Also vielen Dank dafür schon mal. Du bist ja Lefty, das macht es halt auch noch mal ein bisschen schwieriger, ist herausfordernd. Ich sag dir, wir sind hier auf Teppich. Wir haben hier schon ein paar Stunden hinter uns. Es ist alles offen. Also ich habe gesehen, du spielst auch ziemlich gut. Von daher, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, ich kann von meiner Erfahrung profitieren. Aber mal sehen. Lefty, 2 Schläge habe ich gemacht. Hat sie das gesehen? Normalerweise erkennen die das erst im zweiten Satz, die Gegner. Ja? Mal gucken. Okay, wir starten. Geht's los? Ja. Also, Match Patrick gegen Antonia. Da bin ich echt mal gespannt, weil guter Hobbyspieler, Trainer, Ex-Profi. Ich habe auch eine Prognose, weil ich weiß, dass Antonia kannst du ganz schnell in den Kopf spielen. Das, weil sie hat nämlich ganz klar einen riesen Nachteil als Ex-Profi-Spieler. Sie will natürlich nicht verlieren. Und eigentlich könnte Patrick total frei aufspielen. Also ich sage, es wird deutlich für Patrick. Du hast die Australian Open verfolgt und hast unbedingt mal Lust, auf Hartplatz zu spielen. Hast keine Lust mehr auf den Teppich. Dann ist jetzt die Chance für dich. Und zwar mache ich mit Antonia zusammen ein Camp im März auf Hardcourt. Da werden wir euch nochmal zeigen, wie man auf Hardcourt richtig spielt, an eurer Taktik arbeiten, an eurer Technik arbeiten. Viel mit Video arbeiten. Also wenn du dabei sein willst, sei schnell, sicher dir einen Platz. Wir freuen uns, dich im Camp begrüßen zu können. Ja, erstes Spiel gespielt. Ich dachte, der erste Return war geil so und danach war ein bisschen Talfahrt. Wie schon zu sicher gefühlt. War krasser Aufschlag. Ja. Ich schon mal sagen, erster ist Wahnsinn. Beim Kickaufschlag merkt man so ein bisschen deine Schulter, was du gesagt hast. Ja. Ne? Aber jetzt letzter Ball, auch ein Ball zu langsam, direkt Klatsche. Aber das Witzige ist, für mich fühlt es sich gar nicht so extrem an eigentlich. Ich bin auch gerade überrascht, wie gut du die spielst. In der ersten auch hier guter Winkel. Bisschen auf Teppich noch laufen, aber es wird tough auf jeden Fall. Okay. Druck ist bei mir, habe ich gehört. Genau, der Druck ist jetzt bei dir. Nämlich. Ja, ich merke den Druck auf jeden Fall. Ja. Erster Aufschlag muss reingehen, sonst ist direkt Katastrophe. Gut, dass noch kein zweiter kommen musste. Weiß ich, wenn du aufschlägst, ich komme auch nicht so richtig ins Spiel rein. Ist so schwer irgendwie. Ja. Keine Ballwechsel so richtig, ne? Ja. Und ich habe auch dieses Pressuren, wenn ich aufschlage und wir in der Rallye sind, ich komme nicht so richtig raus, ne? Ich habe so viel zentral gespielt, ja? Ja. Ist so ein bisschen der Druck jetzt. Ja,
Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei uns beiden ein bisschen, bei dir ist genau dasselbe, deine Aufschläge sind unglaublich gut. Auf Teppich nimmt er das natürlich nochmal extremer an. Und man hat das Gefühl, wenn man nicht in den ersten zwei Bällen so ein bisschen direkt sein Schlüpfloch da findet, dann hat man schnell einen Punkt verloren. Also ich hoffe, ich kriege jetzt das Break. Ich bin schon mal zufrieden, ein Spiel geholt, keine Null, ja? Keine Ey, Null da stehen. Okay, weiter geht's. Wir sehen uns gleich. Okay, 3-2 bei dir. Langsam finde ich besser von der Nervosität her. Ein Volley habe ich krass verkackt. Ansonsten, Aufschläge kommen langsam besser, können wir besser retournieren, ne? Beide. Ja. Irgendwie kommt so ein bisschen Rallye zustande auf jeden Fall. Und ja. Ich muss sagen, so richtig habe ich mich noch nicht gefunden. Bin noch so, ich will eigentlich immer ein bisschen mit Spin spielen. Bin aber wie nur dieser flachen Rallye gerade drin und spiele noch so ein bisschen. Willst du höher spielen? Ja, ist schon mein Spiel. Dass ich, weil wenn ich nur flach mit dir spiele. Also jetzt nicht in hohen Moonball, aber halt so ein bisschen mit Spin, weil das ist meine Stärke eigentlich. Ja. Das ist auch mein Spiel. Nur bei diesem flachen. Auch hier auf Teppich, meinst du? Ja, nicht komplett. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt anfange auf einmal hier so richtig hohen zu spielen. Mhm. Aber du hast mir manche längere gegeben und da fehlt mir noch ein bisschen der Spin. Mhm. Dann will ich aus der Defensive zu flach spielen und dass ich eher den nochmal ein bisschen anrippe, hochspiele, um dann wieder drauf zu stiefeln. Ja, okay. Ja. Teppich ist tough, ey. Ich sag das normalerweise erstmal einen Satz zum Reingrooven und dann total. Gucken, was geht. Also lieber Hartplatz. Nächste Mal. War gerade, glaube ich, ein bisschen überpaced. So die Returns und so war ein bisschen zu viel. Ansonsten, fällt mir nicht mehr viel zu ein jetzt hier. Ja, mich fuchst gerade ein bisschen das Aufschlagspiel von dir. Da war der erste Punkt, das war so ein bisschen so ein Turning Point, wo ich sage, ja, okay, da muss ich dranbleiben mit dem 0-15. Da habe ich dann dir 2 zu leichte Punkte gegeben. Das ärgert mich ein bisschen, aber ich führe 4-3. Du musst jetzt wieder nachziehen. Ja. Thank you.
Sorry. Ah, nee. Guck den Ball gar nicht an, ey. Ja, eigentlich kann ich mich glücklich schätzen, nochmal den Hals aus der Schlinge gezogen. Ne? Boah, mit dem Surf and Volley habe ich mich eigentlich wohl gefühlt, aber mega Return, voll auf die Füße, kam ich gar nicht mit klar. Und jetzt machst du auch deine mentalen Geschichten dahin. Drehst dich immer oben so, zupfst so an den Seiten und so, habe ich auch schon gesehen. Ne? Das irritiert mich jetzt. Ja gut, ich merke, dass ich auch wirklich gut Gegenwehr bekomme und mich da jetzt echt fokussieren muss. Und da kommen jetzt dann die richtigen Rituale wieder raus. Also weil ich muss mich wirklich sammeln zwischendurch, damit ich wieder neue Energie für den Punkt bekomme. Ja, weil jetzt geht es ja gerade in die heiße Phase, ne? Was ist jetzt, 5-4? 5-4 bei mir. Also du musst jetzt deinen Aufschlag durchbringen, sonst hast du verloren. Shit. Jo, Niederlage. Jetzt haben sie mir Druck gemacht, nochmal beim letzten Seitenwechsel. Und dann futsch war der Aufschlag weg. Aber gut, ich dachte, ich komme nochmal raus aus der ganzen Geschichte. Aber dann blödes Ende, Doppelfehler, ist wie so ein Trauma bei mir. Also ich habe so oft schon einen Tiebreak verloren. Von der Vorteilseite, dass ich den Kick nicht richtig treffe, dass der so 10 cm weggeht. Ja. Das kommt immer wieder. Und dann kommt das. Und dann kriege ich das nicht weg und dann kommt so ein Ball. Aber... Hat aber mega Bock gemacht. Ja, mir auch. Mega. Richtig, richtig geil Bock gemacht. Aber also, ich bin immer wieder überrascht. Tennis ist ein absolutes mentales Spiel auch. Weil wir beide haben jetzt hier gerade beim letzten Spiel echt ein bisschen gekämpft mit den Nerven. Also es ist schon echt Wahnsinn. Aber ey, mega gut gespielt. Also es war echt schwer für mich. Ja. Was würdest du sagen, so als Profi, was könnte ich jetzt noch machen, damit es noch besser wird? Boah, ich war tatsächlich echt viel mit mir selber beschäftigt. Das ist ja immer so das große Problem, man ist ja mit sich selber sehr viel beschäftigt. Du hast es mir am Ende ein bisschen zu leicht gemacht, tatsächlich. Also einfach manchmal auch muss gar nicht der große Aufschlag sein, finde ich. Gerade auf Teppich, vielleicht mal ein bisschen mehr den Slice wieder nutzen. Mhm. Aber dann waren halt einfach zu viele Fehler letztendlich dann da. Und dann manchmal zu schnell aus der Rallye rausgehen wollen, zu früh auf den Punkt gehen, Longline zu spielen, der eigentlich gar nicht gemacht ist für den Longline, glaube ich. Aber jetzt, ich muss auch sagen, am Ende kann man noch gar nicht so viel sagen, weil ich finde, da geht es halt wirklich auch viel um diese mentale Seite. Da kannst du so vieles sagen, beweg dich besser natürlich, aber da hast du ja selber gemerkt, warst einfach nervös, auf einmal ist der Aufschlag weg. Der war vorher die ganze Zeit Monster da. Also am Anfang war das ja immer wieder so ein Hin und Her, wir beide unsere Aufschläge durchgebracht. Return, vielleicht den zweiten Returns, da vielleicht ein paar Fehler gemacht, dass du da ein bisschen erstmal solider lang durch die Mitte spielst, vielleicht nicht komplett direkt auf den Punkt gehst. Ja, der hat gehst. Mich so ein bisschen gelockt, der Ball, weißt du? Ja, genau. Wolltest du Longline gehen und dann immer... Ja, ich habe das gemerkt, aber bei mir war es, ich weiß nicht, wie es bei dir war, so ein bisschen von dem Teppich, weil du gemerkt hast, der Ball ist so schnell weggegangen, dass man selber so diesen Stressgesicht gemacht hat, ich muss jetzt schnell auf den Punkt gehen, weil sonst macht der andere den Punkt. Ja. Das hatte ich nämlich total und bin dann auch manchmal zu früh Longline gegangen. Deshalb, oder hat mal versucht, so ein bisschen Tempo wechseln, dann war der viel zu kurz, dann bist du halt draufgegangen, ne? Ja. Also, ich glaube, vielleicht wir beide nochmal ein bisschen mehr Training auf Teppich dann. Ja, Fazit eigentlich Mentaltraining, ja. Mentaltraining und Teppichtraining, also. Ja, okay, perfekt. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, wie gesagt. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, außerdem,
Wir haben noch Informationen für euch. Wir machen bald ein Camp zusammen. Alles findet ihr unten in der Beschreibung nochmal, wenn ihr da weitere Informationen haben möchtet. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, Daumen nach oben hier, Abo hier lassen auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.